Ja, hallo, ich bin der Stefan Kröll. Bin 26 Jahre alt und. Ja, lacht sich kaputt. Ja, zweimal schon, genau, ja. Habe ich neulich gehört, wie sie meine Kinder mit den Nachbarskindern unterhalten haben. Sagen meine Kinder, unser Papa ist jetzt schon über 50 Jahre alt. Aber geistig ist der Fall noch voll da. In meinem aktuellen Kabarettprogramm, dem Aufbruch, beschäftigt ich mich mit den Leuten, die so viel schimpfen und was man dagegen machen kann. Ihr kennt so Leute, die aus dem Schimpfen gar nicht mehr rauskommen. Wie unser Nachbar, der sagt, alles verreckt ineinander ein. Und den Monat Februar mag er überhaupt nicht, weil da kann er nur an 28 Tagen schimpfen. Der Nachbar, immer leicht grantig und immer leicht besoffen. Eine fiese Mischung. Ganz anders wie der Harald Junke. Kennt ihr noch Harald Junke? Mein Publikum kennt noch Harald Junke. Harald Junke haben sie mal gefragt, was für ihn Glück bedeutet. Und er hat gesagt, Glück ist für mich keine Termine und immer leicht einen sitzen. Und unser Nachbar, keine Termine, immer leicht einen sitzen und immer zwider, immer zwider, immer grantig. Fährt er neulich vom Wirtturm. Er war ein in sich geschlossenes Getränkesystem. Elf Weißbier, sechs Jägermeister, zwei Obstler. Jetzt fährt er heim. Gott sei Dank ist er nicht weit gekommen, Polizei hält ihn auf. Die zwei Polizisten steigen aus, gehen an sein Fenster her. Er kurbelt das Fenster runter. Sagt er, hey! Weißt du, wenn ich so besoffen bin, sage ich nicht mehr hey. Aber jetzt zu den zwei Polizisten, hey, Burm! Hat euch Mama heute wieder gleich hochzogen? Auf sowas steht natürlich Führerschein hinzu. Jetzt hat aber der gar keinen Führerschein gehabt. Jetzt hat er minus einen Führerschein. Es muss erst wieder einen Führerschein machen, damit er auf Null ist. Und dann Nummer an, damit er überhaupt fahren darf. Furchtbar. Wahnsinn. Er habe voraus mit seinen Klapperl, mit seinen Bergklapperl. Brauche ich aber euch nicht erzählen, was Klapperl sind? Vielleicht ist einer da, ein Kurgast aus Bielefeld. Ja, Sie vielleicht? Nein. Sind Sie aus Bielefeld und Kurgast auch noch? Das war jetzt ein Treffer gewesen. Köln-Bonn, das passt genau. Pass auf. Klapperl. Eines der schönsten bayerischen Wörter überhaupt. Klapperl. Da ist eine kleine Melodie drin. Wo sind meine Klapperl? Klapperl sind Ledersandalen. Pass auf, Köln-Bonn, pass auf. Klapperl sind Ledersandalen. So eine, wie die Grünen früher im Bundestag auch gehabt haben. Als die Grünen zum ersten Mal in Bonn in den Bundestag eingezogen sind, haben sie alle einen Stricksack dabei gehabt und Klapperl. Heute tragen die Grünen ja Ledersandalen von Gucci. Aber Fairtrade, Fairtrade aus nachhaltigem Klapperlanbau. Wenn du im Sommer bei 35 Grad barfuß in deine Klapperl gehst und zwischen deinem mit Hornhaut belegten Senkspreizfuß und dem ausgelatschten Fußbett bildet sich so ein fieser Film. Eine mit Bakterien durchdrängte Schmierschicht, auf der du bei jeder Richtungsänderung so ausrutscht. Du birgst nach links ab, aber der Schuh geht noch gerade. Dann ist das ein echter Klapper. Ich habe einen anderen Nachbarn, Manni. Der Manni, das haben wir neulich über Überwachung diskutiert. Dass wir überwacht werden, auf dem Handy und so weiter. Ich glaube nicht, doch. Er ist fest davon überzeugt. Und überhaupt habe ich noch gespannt, dass er selber überwacht wird von seiner Frau. Der Manni ist Außendienstler. Der fährt in ganz Deutschland umeinander. In ganz Deutschland, der verkauft so biologische Gartenmöbel. So ein Nachhaltigkeitsprojekt, wunderbar. So biologische Gartenmöbel, vielleicht kennt ihr das, die haben das ganze Jahr draußen und im Herbst kannst du zusammenfressen. Wunderbar. Habe ich auch so eine Erdbeerliege, wunderbar, kannst du da. Und seine Frau meint, er hat irgendwo eine Freundin. Und die möchte wissen, was da los ist. Und die möchte wissen, wo der hinfährt. Und jetzt will sie überwachen, heimlich. Jetzt hat sie ihm von UPS so ein Paketaufkleber, hat sie ihm heimlich hinter den Arsch aufgepappt und wollte über die Paketverfolgung übers Internet schauen, wo er gerade ist. Du, aber die härteste Überwachung, die war bei meinem Cousin. Das war nicht mehr lustig. Mein Cousin ist Jäger. Und die haben mit einer Lebendfalle haben die eine kleine Wildsau gefangen. Eine Sensation, eine lebende Wildsau. Jetzt war aber die Idee, die Wildsau mit einem Sender ausstatten und wieder rasen lassen, damit man das Bewegungsprofil der Rotte und so weiter. Jetzt geht mein Cousin, der Jäger, geht zum Landwirtschaftsamt und holt so einen kleinen Sender. Und den Sender wollten sie im Facke übers Wochenende als Ohrwaschen reinklipsen. Jetzt hat sie die Wildsau aber so aufgeführt, dass das nicht gegangen ist. Jetzt hat der Jäger den aktiven Sender in seine Taschen eingeschoben.
Das Landwirtschaftsamt hat aber das nicht mitgekriegt. Die waren schon auf Empfang. Und der Sender war schon aktiv. Jetzt geht das Wochenende vorbei. Jetzt wird es Montagvormittag. Jetzt ruft das Landwirtschaftsamt beim Jäger an. Sagt du, Walter? Jetzt haben wir gerade das Bewegungsprofil von dem Sender kontrolliert. Jetzt fragt bitte nicht, warum. Aber wir haben den Verdacht, dass die Wulsau gestern auf Nacht in Rosenheim im Puff war. Da sagt er, da hätten wir uns ja treffen müssen. Na, Dialektunterricht. Was ich gemerkt habe, wir sind im Dialekt ziemlich ähnlich. Uns unterscheiden ein paar Wörter. Und wir sagen zum Beispiel das Wort Wachs. Das ist das wortschönste Wort im bayerischen Dialekt. Wachs ist tatsächlich ein uraltes germanisches Wort, das nur noch in Teilen vom oberbayerischen und im niederbayerischen Dialekt hängen geblieben ist. Wachs heißt scharfkantig oder spitz. Wenn Andreas heute da barfuß auf die Sterne geht, dann sagt er, oh, da ist jetzt Wachs, ich hol mir Schuhe. Gell? Oder im übertragenen Sinn, was noch interessanter ist, wir sagen, jetzt wird es brenzlig, jetzt wird es Wachs, jetzt wird es Wachs. Beispiel, du bist bei den Taliban zum Geburtstag eingeladen. Taliban innen. Muss alles ein bisschen passen. Der Stammesführer wird 190. Zumindest schaut das so aus. Tatsächlich hat er einen 30er. Die Party läuft ganz normal. In der Zwischenzeit hat er jeder Taliban mit der Kalaschnikow seinen Namen in die Decken eingeschossen. Und irgendwann gehst du zum grimmigsten oder Taliban-Kämpfer und sagst, entschuldigen Sie, Herr Taliban, jetzt müssen Sie mal aufs Klo. Wo ist denn bei euch die Gender-Toilette für die Diversen? Dann wird's Wachs. Dankeschön.